Willkommen, liebe Zuschauer. Aufatmen im Hause Ecclestone. Die entführte Schwiegermutter des Formel-1-Chefs ist wieder frei. Sie war vor 8 Tagen in Brasilien gekidnappt worden. Bei Jugendlichen ist es eine der beliebtesten Preisverleihungen, die Teen Choice Awards. Gestern war es wieder soweit, mit dabei viele bekannte Gesichter und wir zeigen Ihnen mal die 3 Höhepunkte des Abends. Schön, dass Sie bei uns sind. Axel Milberg wird heute 60 Jahre jung. Meine Kollegin Svetlana hat ihn auf Mallorca getroffen und mir erzählt, dass sie sich gut mit ihm unterhalten hat. Über Baumärkte und Dixie-Klos und worüber man halt so spricht. Der Schauspieler war für einen ZDF-Film auf der Insel. Und von Mallorca geht's gleich weiter in andere schöne Urlaubsregionen. Sharon Stone planscht zum Beispiel in einem Pool in Los Angeles. Hannes Jennecke ist nicht nur ein bekannter Schauspieler, sondern auch ein prominenter Tierschützer. Er hat schon mehrere preisgekrönte Dokumentationen gedreht. In der neuesten Reihe geht es um Delfine. Das hieß für Jennecke früh aufstehen, also raus aus den Flossen. Und zwar um 22.15 Uhr. Hier geht's jetzt weiter mit der Soko 5113 und ich melde mich morgen wieder. Freue mich, wenn Sie dabei sind. Machen Sie sich einen schönen Abend. Tschüss.